Ja, falls Ihnen danach ist, nochmal einen ganz anderen Impuls zu bekommen, wenn irgendwie nichts mehr zu kochen ist und alle schon total satt sind und in der Ecke oder auf dem Sofa liegen, dann habe ich noch eine Idee für Sie. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher habe ich auch schon mehrfach vorgestellt, auch im Literaturkurier. Das Buch von der Dami Scharf, auch alte Wunden können heilen. Für mich eines der ja, wirklich wertvollsten Bücher, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Deshalb sei das auch ans Herz gelegt. Ganz neu ist jetzt auch nochmal erschienen die 12 Glücksbringer. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, wo finde ich meinen nächsten Talisman, sondern es geht darum, wie kann ich tatsächlich mehr Glück und Freude auch in mein Leben bringen. Und auch da ist eben ein sehr, sehr schöner Beitrag von Dami Scharf dabei und viele andere tolle Sachen noch, unter anderem zum Beispiel auch von meiner Lieblingsautorin Julia Engelmann und Nicola Schmidt, die aus Alfter ist, die tollen Erziehungsbücher geschrieben hat. Laura Marlina Seiler, die Sie auch kennen von den vielen Podcasts wahrscheinlich. Stefanie Stahl, also wirklich tolle Autoren, die hier mehr oder weniger kurze oder lange Impulse geben.